Bis zu sieben, ja, du hast richtig gehört, bis zu sieben Deutsche waren zu Peakzeiten in jüngeren Jahren teilweise gleichzeitig in der Formel 1 unterwegs. Und selbst heute haben wir mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher ja immer noch zwei. Auf zwei Rädern, da sieht das leider ein bisschen anders aus. Stefan Bradl ist aktuell der einzige halbe Deutsche in der MotoGP. Halb deswegen, weil er ja bei Honda kein Stammfahrer ist, sondern nur Testfahrer und nur dann zum Einsatz kommt, wenn entweder Marc Marquez gerade verletzt ist, was wir dem Spanier natürlich nicht wünschen, oder wenn er eine Wildcard bekommt. Ob er selbst nochmal in die MotoGP als Stammfahrer zurückkehren wird und vor allem wie es um den deutschen Motorradnachwuchs bestellt ist und wie die Chancen von Jonas Folger stehen, den Sprung aufs MotoGP-Bike vielleicht nochmal zu schaffen, darüber haben mein Motorradkollege Sebastian Frenschke und ich mit Stefan Bradl gesprochen. Stefan, in der MotoGP gibt es aktuell nur sozusagen einen halben Deutschen, nämlich dich. Halb deswegen, weil du halt da nicht permanent mitfährst. Ist denn absehbar für dich schon, wer der Nächste sein wird und wann? Nein, boah, das ist ganz, ganz schwierige Frage. Wir haben ja einen Permanentstarter aus Deutschland in der Moto2 mit Marcel Schrötter. Und wann wir den nächsten permanenten MotoGP-Fahrer aus Deutschland sehen werden, da wird man noch ein bisschen warten müssen. Und dem Thema möchte ich mich ein bisschen einbringen und versuchen, da im deutschen Nachwuchs dem ein bisschen auf die Beine zu helfen und zu schauen, ob wir eine Möglichkeit haben, einen deutschen MotoGP-Fahrer vielleicht in 5 oder 10 Jahren mal wieder zu sehen. Das wäre natürlich schön. Stefan, es gab ja schon einige Details, was du da vorhast, also die Zusammenarbeit mit Adi Stadler, dass Honda involviert sein wird. Kannst du noch ein paar mehr Details geben, wie das konkret über die Bühne gehen soll? Nein, aktuell kann ich dazu noch nicht allzu viel sagen, weil wir mit dem Thema auch erst angefangen haben. Wir haben uns damit angefangen, sage ich mal, vor einem Jahr um diese Zeit zu unterhalten, intensivere Gespräche zu führen. Leider kam natürlich auch Corona dazwischen und noch dazu die Verletzung von Marc Marquez. Ich hätte mich damit auch intensiver befasst, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte. Aber ich war letztes Jahr dann voll eingespannt mit der MotoGP-Saison und es ging über den Winter und auch jetzt Anfang 2021 so weiter. Aber wir kommen der Sache immer näher. Ich habe ganz interessante Gespräche geführt mit Honda Deutschland und Red Bull Deutschland, wo wir anfangen werden, mit dem Thema jetzt konkreter zu werden. Wir haben auch schon ein Equipment zur Verfügung. Jetzt müssen wir schauen, dass wir noch auf die Rennstrecke können. Und das ist aktuell auch in Deutschland ein bisschen das Problem, weil wir Rennstrecke brauchen und freie Termine brauchen. Und ja, das ist das Ganze unter einen Hut zu bekommen, das ist die größte Challenge. Alles andere habe ich sehr viel Zuspruch bekommen. Freut mich auch, dass das in der Öffentlichkeit echt so gut ankommt. Deshalb motiviert mich das auch und möchte mich da natürlich jetzt auch einbringen. Aber wir versuchen jetzt dann im Mai, Juni einen Termin zu finden und auf die Rennstrecke zu gehen. Wir wollen aber das Ganze auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ganz so populär zu machen. Wir wollen damit jetzt keine Medienaufruf starten, sondern wir wollen schauen, dass wir Qualität machen. Und da geht es nicht darum, Instagram Live die ganze Zeit zu zeigen, sondern die Qualität einfach auch an die Jungs weiterzugeben und zu schauen, wo gibt es denn Potenzial in Deutschland und wo können wir denen weiterhelfen. Und wir sprechen hier auch nicht um 20 Leute, wir sprechen hier um Leute, wir sprechen hier maximal 10 Jungs oder Mädels, die von mir dann Tipps bekommen und gefördert werden und ja, ausgebildet, so soll es eigentlich der richtige Ausdruck sein, um die dann auf die Karriere vorzubereiten, im besten Falle dann im Red Bull Rookies Cup im Rahmenprogramm der MotoGP. Adi Stadler soll ja da so ein bisschen als Talentscout agieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Gab es da schon so eine Art Casting oder wartet ihr jetzt auf Leute, die sich dann bei euch melden oder wie muss man sich das vorstellen? Wir haben schon Anfragen bekommen. Der Adi ist mir ganz wichtig, dass der auch mit am Start ist, unter anderem, weil ich
von ihm gescoutet wurde, damals im Jahr 2003, als ich im Rookies Cup war in Deutschland. Und er mit dem Nachwuchsförderprogramm einfach schon deutlich mehr Erfahrung hat. Er hat es schon über Jahre hinweg jetzt immer wieder gemacht, mit manchmal mehr und manchmal weniger Erfolg. Aber er sieht natürlich jetzt, dass meine Motivation da ist. Er sieht die Möglichkeiten, die wir haben und versucht natürlich jetzt da mit Rat und Tat mir zur Seite zu stehen. Und es war ja für mich schon immer so ein Thema, was kommt denn aus Deutschland nach? Es ist wenig vorhanden. Es ist in den letzten Jahren kein Neueinsteiger in die Motorrad-WM gekommen in der Moto3. Und viele reden, wenig wird getan. Und ich habe auch viel darüber geredet, aber ich habe jetzt das Bedürfnis, da was zu tun und nichts unversucht zu lassen. Ich kann hier auch keine Versprechen abgeben, ob wir erfolgreich sein werden mit dem Projekt. Aber ich will, wie gesagt, das Ganze jetzt mal ausprobieren, schauen, ob das Früchte trägt. Und dann hoffentlich, das soll auch jetzt kein, wie soll ich sagen, wir sind jetzt hier immer noch am ziemlichen Anfang des Projektes, weil wir wollen das jetzt vielleicht, oder wir wollen das 2021 langsam starten und dann längerfristig aufbauen und für 22 dann richtiges Programm auffahren und ja, das Ganze längerfristig dann durchplanen. Und wie gesagt, wir stehen da noch ganz am Anfang, aber es freut mich, dass das Ganze so toll ankommt. In den vergangenen Jahren hast du diverse Male Kritik an den Verbänden geäußert. Wäre es für das Projekt dennoch denkbar, zusammenzuarbeiten oder möchtest du das möchtest du das selbst machen? Ja, was kam denn von den Verbänden in den letzten Jahren? Also ich habe das ein bisschen verfolgt. Noch dazu mit dem Adi, in Sachen ADAC und Minibike und Pocketbike, was denn da Nachwuchs da ist. Also es gibt viele, die am Start sind. Also das hat mich selber überrascht. Ich war letztes Jahr auf einem Minibike-Rennen und habe mir da ein bisschen einen Überblick verschafft und war erstaunt, dass doch viele aus ganz Deutschland anreisen und an einem Minibike-Rennen teilnehmen, das auch ja recht professionell veranstaltet wurde. Das war auch vom ADAC organisiert. Also ich habe da überhaupt kein Problem. Nur ist es einfach zu wenig, was da rauskommt. Und ehrlich gesagt bin ich froh und möchte das Ganze jetzt allein durchziehen, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und dann schauen wir, was rauskommt. Also ich bin froh, wenn ich mit keinem dieser Verbände, ob ADAC oder DMSB, momentan zusammenarbeiten muss. Erstens, weil ich keinen davon brauche. Und zweitens, weil ich das selber in die Hand nehmen will. Um zu schauen. Und das ist ja auch für mich eine Herausforderung, wie weit komme ich denn? Und das, was ADAC und DMSB in den letzten Jahren herausgebracht hat, das schaffe ich wahrscheinlich, ja, das bringe ich, glaube ich, auch noch hin. Um auf die Eingangsfrage von Christian nochmal zurückzukommen, die Frage, wann der nächste deutsche Fahrer in der MotoGP startet, natürlich kann das ein Nachwuchsfahrer sein, aber es gibt natürlich jetzt immer noch Talente, die in die MotoGP zurückkehren könnten. Das wärst einerseits du und andererseits vielleicht noch der Jonas Folger vom Talent her. Erste Frage an dich. Nachdem du letztes Jahr fast die ganze Saison gefahren hast, gab es da im Winter Angebote von anderen Teams oder hat es dich selbst gereizt, doch nochmal die Rolle des Rennfahrers zu übernehmen? Gereizt hat mich schon. Ich bin ja fast die volle Saison letztes Jahr gefahren, aber ich habe auch gesehen, dass ich mich am Anfang der Saison extrem schwer getan habe, bin aber dann deutlich besser in Schwung gekommen. Und ich habe das ja auch jetzt in Katar gesehen. Die Platzierungen mit 11, 14 waren jetzt natürlich nicht bombenmäßig gut, aber der Abstand zur Spitze und der reine Rennspeed, den ich hatte, der war absolut zufriedenstellend. Und dann bin ich stolz auf mich selbst, bin happy mit meiner Performance, weil ich einfach gesehen habe, dass ich echt noch einen guten Speed habe und mitfahren kann. Aber gut, ich werde nicht jünger, jetzt bin ich 31 und wenn man sieht, dass was für Jungs nachdrücken in der MotoGP, die auch immer wieder dann aus der Moto2 kommen, dass die recht schnell konkurrenzfähig sind, dann ist das relativ schnell klar. Ich hatte kein Angebot, ich war zufrieden mit meiner Rolle als Testfahrer und ja, sehe mich jetzt auch weiterhin in der Rolle und versuche dort einfach meine Leistung abzurufen und zu schauen, bei den Rennen, an denen ich am Start bin,
einfach ein gutes Ergebnis einzufahren und schauen, was dann rauskommt. Also ich bin happy mit meiner Situation. Noch dazu war ich ja immer an Honda gebunden und noch dazu kenne ich das Motorrad jetzt sehr, sehr gut. Also würde es jetzt für mich keinen großen Sinn machen, einen Wechsel nochmal auf ein anderes Fabrikat anzunehmen. Jonas Folger, letztes Jahr souverän IDM-Champion geworden, dieses Jahr Superbike-WM. Beim ersten Test in Barcelona einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Denkst du, wenn er gute Leistungen der Superbike-WM zeigt, dass da nochmal die Rückkehr in die MotoGP möglich wäre? Boah, gute Frage. Ich weiß es nicht. Sag niemals nie. Die Chancen sind natürlich jetzt nicht unglaublich hoch, weil er muss sich jetzt erst einmal in er seiner ersten vollen Saison in der Superbike-WM ja, wieder beweisen. Schauen, welchens, dass er mega viel Talent hat und dass er auch sehr, sehr konkurrenzfähig sein wird. Da brauchen wir uns nicht unterhalten. Ich glaube schon, dass er für einige Highlights sorgen kann. Und dann wird man sehen. Er hat knapp ein Jahr in der MotoGP verbracht, hat leider dann ja mit seiner Gesundheit ein bisschen zu kämpfen gehabt. Ja, aber das wäre vielleicht wünschenswert aus deutscher Sicht. Aber erst eins nach dem anderen wäre jetzt meine Herangehensweise in seiner Position. Jetzt schauen, dass er in der Superbike-WM zurechtkommt, Erfolge einfährt und dann, wer weiß. Ja, kann sicher mal sein, dass vielleicht einer noch den Jonas dann unter Vertrag nimmt. Aber ja, wenn man die junge Generation anschaut, die aus Moto2 und so weiter nachdrückt und ja auch jetzt schon mit Pedro Acosta ein neuer Hero zu kommen scheint, der in der Moto3 alles in Grund und Boden fährt, die ersten drei Rennen, ja, dann wird es natürlich im Alter nicht einfacher. Eine Zwischenlösung für dich wäre ja auch noch, weiterhin Honda-Testfahrer zu bleiben und Renneinsätze in der Superbike-WM zu bestreiten. Du bist ja schon ein Jahr mal in der Superbike-WM gefahren. Damals lief das nicht ganz so, wie du es vorgestellt hast, hauptsächlich wegen dem Motorrad. Jetzt hat Honda ein konkurrenzfähiges Superbike. Wäre das nochmal reizvoll, da nochmal einzusteigen? Solange ich die Möglichkeit habe, MotoGP-Prototypen zu fahren, interessiert mich die Superbike recht wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Jahr, es war für mich ein sehr lehrreiches Jahr, hat aus technischen Gründen überhaupt nicht funktioniert. Habe aber auch gemerkt oder habe viel daraus gelernt und gemerkt, dass ich auf Prototyp zu Hause bin und dass ein MotoGP-Motorrad einfach was anderes ist und dass mir das einfach viel mehr, ja, dass mir das viel mehr gibt als eine Superbike. Und das macht auch Spaß, keine Frage. Aber solange ich die Möglichkeit habe, als MotoGP auch Testfahrer regelmäßig diese megamäßigen Motorräder, leistungsstarken Dinger um die Strecken fahren kann, weltweit, dann ja, damit bin ich sehr zufrieden. So, wer wird deiner Meinung nach der nächste Deutsche in der MotoGP sein? Schreib uns doch bitte einen Kommentar. Und wenn du von Stefan Bradl und seinen Meinungen gar nicht genug kriegen kannst, dann wirf doch einfach mal einen Blick in unsere anderen Videos. Wir haben mit ihm nämlich darüber gesprochen, ob Valentino Rossi nochmal zu alter Stärke zurückfinden wird und ob Marc Marquez nach seinem Comeback das Zeug dazu hat, nochmal Weltmeister zu werden. Wir bedanken uns jetzt für deine Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir uns schon sehr bald auf diesem Kanal wiedersehen. Bis dann.